Moin Leute, eine der häufigsten Fragen, die wir Technik-YouTuber gestellt bekommen haben, ist folgende. Sollte man sich iPhone XY jetzt noch kaufen? Und das war auch der Grund, warum ich mir das iPhone XS vor ungefähr einer Woche von meinem besten Kumpel ausgeliehen habe, es nun wirklich eine Woche intensiv getestet habe und nun ein Video darüber machen wollte, ob man das iPhone XS im Jahre 2020 bzw. dann im Jahre 2021 noch kaufen sollte. Und während ich es getestet habe und während ich mir ein Konzept für dieses Video überlegt habe, ist mir aufgefallen, dass diese Frage an sich eigentlich schon falsch formuliert ist. Denn sind wir mal ehrlich, jedes iPhone, das aktuell noch mindestens 2 Jahre Software-Updates bekommt, das sollte irgendjemand noch kaufen. Die viel wichtigere Frage wäre also, wer sollte das iPhone XS noch kaufen? Weil schaut man sich mal die gebrauchten Preise von alten iPhones an, sollte man mitbekommen, dass vor allem auf dem Gebrauchtmarkt zwischen dem iPhone XS und dem iPhone 11 Pro ein ziemlich krasser Sprung ist und zwischen dem iPhone XS und dem iPhone X nur ein sehr kleiner preislicher Sprung. Das liegt einfach daran, dass das Upgrade vom X auf das XS relativ klein war und vom XS auf das 11 Pro zum Beispiel relativ groß war. Das iPhone XS, so habe ich recherchiert, liegt gebraucht so zwischen 400 und 550 Euro, je nachdem, welchen Zustand man haben möchte. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal so von einem Price-Tag von 450 oder lass uns von 500 Euro ausgehen. Für 500 Euro bekommt man beim iPhone XS auf jeden Fall ein sehr, sehr gut erhaltenes Modell und dementsprechend schauen wir einfach mal, für wen es interessant sein könnte. Und die einfachste Antwort ist einfach erstmal vorweg, das iPhone XS ist für jeden interessant, der für ein gebrauchtes iPhone aktuell ungefähr 500 Euro ausgeben möchte. Doch wir klären einfach mal an dieser Stelle die Frage, auf was muss man denn dafür aktuell verzichten? Was sind so die größten Knackpunkte beim iPhone XS? Und gibt es nicht vielleicht ein iPhone, was eine bessere Wahl wäre? Und ich sage euch ganz klar, die gibt es und welche das ist, das erfahrt ihr später in diesem Video. Meiner Meinung nach sind die großen Knackpunkte beim iPhone XS erstens der Akku und zweitens die Kamera. Und ich würde sagen, wir fangen an mit der Kamera, denn auf der Rückseite, so sieht man jetzt hier ganz schön, sind 2 Kameras verbaut. Das eine ist eine Telekamera, also eine Zoom-Kamera und eine normale Weitwinkelkamera. Das heißt, es fehlt eine Ultraweitwinkelkamera, die heutzutage fast schon Standard ist und auch die mit jedem neuen iPhone, wenn es nicht gerade das SE der 2. Generation ist, mit auf den Markt gekommen ist. Grundsätzlich, die Kamera macht sehr gute Fotos und Videos bei Tageslicht. Das heißt, wenn wir gutes Licht haben, geile Fotos, geile Videos, also vor allem wirklich auch die Videos waren damals echt schon Weltklasse. Und auch der Porträteffekt ist mit an Bord. Das heißt, ihr könnt diesen Bokeh-Effekt, wenn ihr von irgendjemanden oder also von einer Person oder zum Beispiel auch von einer Sache aufnehmen, könnt ihr den Hintergrund schon bei der Aufnahme und dann auch im Nachhinein so künstlich unscharf stellen. Und das muss ich sagen, bekommt Apple schon relativ gut hin, auch beim iPhone XS. Was jedoch auf jeden Fall fehlt, das ist der Nachtmodus und Deep Fusion. Das heißt, bei schlechten Lichtverhältnissen, bei Nacht oder auch einfach generell, wenn es langsam dunkel wird, da schwächelt die Kamera. Und zwar nicht nur ein bisschen, ich finde, die Bilder werden dann sehr, sehr schnell unbrauchbar. Okay, das wär's zur Kamera. Obwohl, eine Kamera habe ich noch vergessen und die ist auf der Frontseite. Und auch hier hat es einen relativ großen Schritt gegeben vom iPhone XS dann zum Beispiel zum iPhone 11, 11 Pro und zu den späteren Modellen. Denn bei der Frontkamera kommt aktuell nur eine 7-Megapixel-Kamera zum Einsatz. Die kann kein 4K aufnehmen, sondern nur Full HD. Und dementsprechend sieht man da auf jeden Fall den Unterschied, wenn man jetzt FaceTimet oder auch wenn man einfach Selfies aufnimmt, zwischen der Kamera vom iPhone XS und den späteren Modellen. Okay, kommen wir zum nächsten Knackpunkt. Das ist meiner Meinung nach der Akku. Und dieser war im iPhone XS, genau wie im Vorgänger, dem iPhone X, einfach noch nicht so sonderlich gut. Ja, als der Akku frisch war, hat das ausgereicht, um gut und gern über einen Tag zu kommen. Ich würde mal sagen, so um die 5 Stunden Display-On-Time waren beim iPhone XS möglich. Doch das lässt ja mit der Zeit auch nach. Und dieser Akku ist zum Beispiel jetzt bei einer Kapazität von 81% nach 2 Jahren Nutzung, was denke ich ziemlich normal ist. Und auch wenn ihr ein gebrauchtes iPhone XS kauft, dann solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass diese Akkukapazität nicht zu gering ist. Ich würde euch immer empfehlen zu schauen, dass sie noch bei Round About 90% liegt. Nun gut, hier liegt sie ungefähr bei 80% und das bedeutet, dass man so auf ungefähr 3 bis 4 Stunden, so knapp 4 Stunden in der Regel, an Display On Time hinbekommt. Und das reicht für manche Tage aus, für manche andere Tage aber auch nicht, vor allem wenn man mal schauen muss,
Diese Akkulaufzeit variiert natürlich auch, je nachdem, was man mit dem iPhone macht. Sobald man zum Beispiel in 4K filmt oder auch irgendwie Bilder bearbeitet, Videos bearbeitet, dann kann man dem Akku quasi zuschauen, wie er abnimmt. Das wurde dann mit den späteren Modellen auch erst besser quasi. Ich fand, das iPhone XR war das erste iPhone mit einer wirklich sehr guten Akkulaufzeit. Und dann kam irgendwann das iPhone 11 Pro mit einfach einer überragenden Akkulaufzeit. Dementsprechend darauf achten, das iPhone XS, was die Akkulaufzeit angeht, ist definitiv noch nicht auf Top-Niveau. Okay, kommen wir als erstes zu den etwas weniger wichtigen Punkten und ich würde hierbei anfangen mit dem Display. Denn das Display, was hier drin verbaut ist, ist ein sehr, sehr gutes Display. Es ist noch kein XDR-Display wie im 11 Pro oder dann auch im 12 oder 12 Pro. Es ist ein HDR-Display, das heißt, man bekommt die Möglichkeit, HDR-Content darauf wiederzugeben. Wir haben eine normale, typische Helligkeit von 625 Nits. Diese wurde dann quasi im 11 Pro auf 800 Nits erhöht, zusätzlich mit dem Faktor, dass man eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1200 Nits erreichen konnte. Das geht hier im iPhone XS noch nicht. Das heißt, wir haben diese 625 Nits als maximale und auch als maximale typische Helligkeit. Das ist für die meisten Situationen definitiv hell genug. Und wie gesagt, es reicht halt, um HDR-Content wiederzugeben, weil man einfach diese perfekten Kontrastwerte hat. Es ist ein OLED-Display, dementsprechend ist schwarz wirklich schwarz und quasi das der hellste, belichteste Punkt hier 625 Nits, was halt ausreicht, um HDR-Content wiederzugeben. Dementsprechend muss man einfach wieder sagen, es war damals schon ein gutes Display, gute Blickwinkel, sehr gute Farbkalibrierung. Das macht einfach Spaß, mit diesem Display zu arbeiten. Auch die Displayränder waren damals schon relativ schmal, auch wenn sie jetzt zum Beispiel beim iPhone 11, nein, nicht beim iPhone 11, sondern beim iPhone 12 Pro noch ein ganz klein bisschen schmaler geworden sind. Aber ich finde, über das Display kann man sich wirklich nicht beschweren. Was mir persönlich beim XS hingegen nicht so besonders gut gefallen hat, das ist das Design. Wir bekommen nämlich auf der Rückseite noch nicht dieses mittig zentrierte Apple-Logo und auch noch unten diesen Schriftzug. Und wie ihr es jetzt gerade wunderschön sehen könnt, wir haben keine matte Glasrückseite, sondern so eine glänzende Glasrückseite, die Fingerabdrücke einfach nur magisch anzieht. Dazu auch dieser Edelstahlrahmen, der ebenfalls glänzend gehalten ist, der ebenfalls Fingerabdrücke einfach nur magisch anzieht. Mir persönlich gefällt das nicht, vor allem weil ich einfach meine iPhone sehr gerne ohne Hülle benutze und man da einfach alles drauf sieht. Dementsprechend aber, wenn ihr eine Hülle dazu benutzt, ist das für euch eh hinfällig, aber das ist so ein kleiner Disclaimer von mir. Ansonsten, sehr, sehr gutes Smartphone. Ich kann mich an sich wirklich nicht großartig darüber beschweren, bis auf die zwei Punkte, die ich vorhin genannt habe. Akkulaufzeit und Kamera. Die gefallen mir jetzt nicht besonders gut. Dafür gefällt mir aber das Display besonders gut. Und genau das ist jetzt auch wieder der Knackpunkt. Denn welches iPhone würde ich denn den Leuten empfehlen, die insgesamt auch so 450, 500, vielleicht 550 Euro ausgeben wollen, die aber zum Beispiel eine bessere Kamera haben wollen oder eine bessere Akkulaufzeit haben wollen? Und ich habe mich mal informiert, dass iPhone, was gerade so ungefähr in dieser Preisrichtung liegt, das wäre das iPhone 11. Wir vergleichen jetzt also das iPhone 11, also das iPhone, was quasi ein Jahr später rauskam, was aber das Standard- und nicht das Pro-Modell war, während das iPhone XS ja im Jahr davor das Pro-Modell im Endeffekt war und das XR das Standardmodell, also das günstigere Modell. Aktuell liegen dementsprechend XS und iPhone 11 ungefähr auf demselben Preisniveau, wenn man sich so die Gebrauchtpreise anschaut. Und die wesentlichen Unterschiede sind halt, das iPhone XS hat ein deutlich besseres Display. Also wir haben hier halt ein OLED-Display verbaut im iPhone XS, kein LCD-Display, wie das noch im iPhone 11 der Fall ist und dementsprechend bessere Kontrastwerte, das Display ist schärfer, wir haben dünnere Displayränder. Also was das Display angeht, da liegt das iPhone XS vorne. Es ist auch ein etwas kleineres Display, was mir persönlich auch sehr gut gefällt. Es sind 5,8 Zoll, während es beim iPhone 11, ich glaube, 6,1 Zoll sind. Die Knackpunkte sind jetzt aber, dass das iPhone 11 ansonsten eigentlich alles besser macht. Also wir haben den neueren Chip, der ein Jahr mehr Updates verspricht, aber wir haben vor allem auch endlich eine Ultraweitkamera. Das heißt, wir können Bilder mit einer Ultraweitkamera aufnehmen, was ich deutlich praktischer finde als diese Telekamera. Und wir haben endlich Deep Fusion und einen Nachtmodus. Und das sollte man auf jeden Fall nicht unter den Teppich kehren. Das heißt, das iPhone 11 war eigentlich das erste iPhone, was bei schlechten Lichtverhältnissen wirklich sehr gute Bilder aufgenommen hat. Ich spreche hier ganz klar von Bildern, nicht von Videos. Die waren beim iPhone 11 in Dunkelheit zwar möglich, aber fangen dementsprechend immer noch relativ schnell an zu rauschen. Aber man kann halt diese Langzeitbelichtung aufnehmen und das hat
Apple beim iPhone 10 es nicht ermöglicht, obwohl ich mir ziemlich sicher gewesen wäre, dass das im Nachhinein noch per Software-Updates möglich gewesen wäre. Aber nun gut, geht halt nicht. Dementsprechend, der Kamerapunkt geht meiner Meinung nach ganz klar an das 11er und nicht an das 10S. Vor allem, wenn man bedenken muss, dass das 11er auch bei der Frontkamera jetzt eine 12-Megapixel-Kamera verbaut hatte und keine 7-Megapixel-Kamera mehr. Das heißt, man konnte jetzt auch auf der Frontkamera mit 4K und 60 FPS aufnehmen, was halt für FaceTime an sich schön ist. Geht beim 10S nicht. Die zweite Sache ist die Akkulaufzeit. Also auch hier liegt das 11er meiner Meinung nach klar vorne. Also während man beim iPhone 10S auf ungefähr 4 bis 5 Stunden Akkulaufzeit kommt, kommt man halt beim 11er auf ungefähr 5 bis 6 Stunden Akkulaufzeit, wenn der Akku frisch ist, je nachdem, was man halt damit macht. Finde ich persönlich, ist definitiv was, womit man sicherer über den Tag kommt, vor allem, wenn das Ganze einfach ein gebrauchtes iPhone ist. Außerdem gibt es das 11er in mehr Farben. Wir bekommen den matten Alurahmen, der mir persönlich sehr gut gefällt, aber auch immer noch eine glänzende Glasrückseite. So, wie ist jetzt eigentlich mein Fazit? Und das ist gar nicht mal so einfach, weil ganz klar, das iPhone 11 bietet Vorteile, die das iPhone 10S nicht bietet. Beide kosten ungefähr gleich viel. Dementsprechend, was die beiden Geräte angeht, wem das Display besonders wichtig ist, dem rate ich ganz klar, greift zum iPhone 10S. Wie gesagt, ihr bekommt hier ein richtig, richtig gutes Display. HDR-fähig, OLED, super scharf, gefällt mir. Jedoch, das Gesamtpaket gefällt mir beim 11er tatsächlich einfach besser. Es kostet ungefähr gleich viel und man bekommt vor allem die bessere Kamera und man bekommt die bessere Akkulaufzeit, was die zwei Knackpunkte sind, die mich beim 10S stören. Und ja, auf dem Papier wirkt das Display vom iPhone 11 schlecht. Das ist es aber nicht. Also ich habe das iPhone 11 auch oft genug in der Hand gehabt. Ich weiß nicht, wie Apple das schafft. Es hat ja nicht mal eine Full-HD-Auflösung und dennoch sieht das Display sehr gut aus. Es hat eine sehr gute Farbkalibrierung und auch die Kontrastwerte sind für den LCD-Display, oder besser ein LC-Display, weil das D steht ja für Display, trotzdem verdammt gut. Also, wie gesagt, ihr werdet, wenn ihr die Displays nebeneinander haltet, definitiv einen Unterschied sehen. Wenn ihr das Display vom iPhone 10S nicht daneben habt, dann wird das iPhone 11 dennoch für euch gut aussehen. Wozu ich euch hingegen nicht raten würde, das ist es, ein iPhone 10 zu kaufen. Das gibt es für ungefähr 50 Euro weniger gebraucht. Also sagen wir, für roundabout 400 Euro gibt es das zu haben. Also ab 400 Euro, manche halt auch, wenn sie beschädigt sind, schon für 350 Euro, aber das wäre ja keiner. Und hier bekommt man tatsächlich halt einiges weniger. Man bekommt noch nicht diesen Porträteffekt, den man im Nachhinein einstellen kann. Man bekommt einen älteren Chip, man bekommt nochmal eine etwas schlechtere Akkulaufzeit. Und vor allem viele User beschweren sich, dass Face ID irgendwann bei ihrem iPhone 10 nicht mehr funktioniert hat. Also es werden auch unheimlich viele gebrauchte iPhone 10 angeboten, bei denen Face ID defekt ist. Und selbst wenn das noch nicht defekt ist, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht mal so gering, dass es irgendwann halt nicht mehr funktioniert. Dementsprechend vom iPhone 10 würde ich im direkten Vergleich zum iPhone 10S eher abraten. Und vom iPhone XR würde ich tatsächlich auch eher aktuell Abstand nehmen und das nächst teurere wäre dann halt gleich wieder das iPhone 11 Pro. Und ja, da bekommt man definitiv einiges mehr geboten, aber die Gebrauchtpreise vom iPhone 11 Pro liegen halt auch einfach ein gutes Stück höher. Dann liegt man dann schnell mal bei 600, 700 Euro bei guten Geräten und das ist dann halt locker 200, fast 300 Euro mehr als beim iPhone 10S. Und an dieser Stelle muss ich auch einfach nochmal ganz klar sagen, die Gebrauchtpreise von iPhones, die richten sich mittlerweile schon ziemlich, ziemlich gut daran aus, was so ein iPhone kann. Also ich klar, am Anfang, wenn die iPhones rauskommen, dann sind sie immer erstmal relativ teuer. Aber jedes gebrauchte Produkt wird irgendwann der Marktmacht unterworfen. Das heißt, der Preis richtet sich irgendwann genau daran aus, wie gut dieses Produkt nun einfach ist und wie viel die einzelnen Leute bereit sind, dafür zu bezahlen. Dementsprechend kann man fast davon ausgehen, dass ein gebrauchtes Produkt in der Regel immer ungefähr so viel kostet, wie es auch wert ist. Das ist auch die Grundfrage, warum diese Frage, sollte man sich ein iPhone XY aktuell noch kaufen, eigentlich falsch ist. Weil, wie gesagt, es gibt unterschiedliche iPhones für unterschiedliche Preisklassen gebraucht. Ich finde, das geht beim iPhone 7 los, weil das ist das älteste iPhone, was ich aktuell noch empfehlen würde. Und das kostet so 100 bis 150 Euro. Es bekommt noch 2 Jahre Software-Updates und dann geht es halt immer stückweise nach oben. Die iPhones werden immer besser, kosten dafür dann halt aber auch gebraucht mehr. Dementsprechend fragt euch immer nicht, sollte ich mir das bestimmte iPhone jetzt noch kaufen? Nein, die Frage ist falsch, sondern welches iPhone sollte ich mir kaufen und wie viel Geld bin ich bereit dafür auszugeben? Meiner Meinung nach ist das iPhone 10S nicht die allerbeste Wahl. Es ist halt die Wahl für diejenigen, die sagen, ich möchte ungefähr 400 bis 550 Euro ausgeben, je nach Zustand und mir ist das Display besonders wichtig. Und
für alle anderen, die sagen, ich möchte ebenfalls so 400 bis 550 Euro ausgeben, mir sind die anderen Sachen halt aber wie Kamera oder Akkulaufzeit, was mir persönlich wichtiger wäre, wichtig, den würde ich eher zum iPhone 11 raten. So Leute, das soll es gewesen sein, das ist mein Fazit. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video etwas weiterhelfen. Wenn das so war, lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns wie immer im nächsten Video.